Kaninchen-Eintopf der Irokesen lassen, abkühlen und die Haut abziehen. Die geschälten Tomaten halbieren und entkernen. Das Fruchtfleisch in grobe Würfel schneiden, 4 die Kaninchenkeulen waschen und abtrocknen. Den Speck in Würfel schneiden. Das Öl in einer Pfanne mit hohem Rand oder einem Bratentopf erhitzen und den Speck darin ausbraten. Die Kaninchenkeulen im heißen Fett von allen Seiten anbraten, 5 die Zwiebeln zum Fleisch geben und einige Minuten mit braten. Die eingeweichten Bohnen abgießen und zusammen mit dem Fruchtfleisch der Tomaten und der Paprikaschote zum Fleisch geben. Das Ganze mit 1/4 Wasser aufgießen, mit Salz, Cayennepfeffer, Oregano und Lorbeerblättern würzen. Die Knoblauchzehe dazu pressen und alles gut umrühren, 6 den Eintopf bei mittlerer Hitze etwa eine Stunde zugedeckt kochen lassen, bis die Bohnen gar sind. Dabei immer wieder umrühren, damit nichts anbrennt. Zum Schluss die Maiskörner unterheben. Tipp: Yak-Abits sind Eselhasen, die in Europa nicht erhältlich sind. Mit Kaninchenfisch schmeckt das Gericht aber auch sehr gut und ist bekömmlicher. Originaler wird es hingegen, wenn Sie einen Feldhasen verwenden. Weibliche Erben, die Irokesen, wohnten in Langhäusern, die matrilinear vererbt wurden, das heißt von der Mutter auf die Tochter. Sie lebten von der Jagd und dem Gemüseanbau. Ihre Töpfe brodelten ständig und jeder konnte sich aus ihnen bedienen. Die großen Chiefs, die Häuptlinge, hielten ihre Ratsversammlungen am Feuer der Langhäuser ab. Wenn der Zeremonienmeister das Kalumet, die Friedenspfeife, rauchte, blies er den Rauch des zweiten Zuges zur Erde, um sich für die reichhaltigen Gaben der Natur zu bedanken. Die Nachfahren dieser stolzen Liga der Irokesen, zu der die Cayuga, Mohawk, Oneida, Onondaga, Seneca und Tuscarora zählen, leben heute in Reservaten im US-Staat New York und in Kanada. Mariniertes Schweinefleisch aus den Pueblos für 4 bis 5 Personen, 500 Gramm rote Paprikaschoten, 1 Kilogramm Schweinefleisch, 2 Knoblauchzehen, Salz, 2 TL Cayennepfeffer, 1 Zweig frischer Oregano oder 1 TL getrockneten 3L Maisöl, 1 die Paprikaschoten waschen, auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen und bei 200 Grad Celsius im Backofen backen, bis die Haut Blasen wirft. Dabei mehrfach wenden. Die Paprikaschoten aus dem Ofen nehmen und etwas abkühlen lassen. Die Häute abziehen, Körner und Stielansatz entfernen, 2 das Schweinefisch in mundgerechte Würfel schneiden und in eine Schüssel geben. Die abgezogenen Paprika, Knoblauch, Salz, Cayennepfeffer und Oregano im Mixer pürieren. Die Mischung auf das Fleisch gesieben minus 1 gut vermischen und das Zeh über Nacht im Kühl. 7 Ank marinieren, 3-17 As Öl in einem Topf erhitzen und das Fleisch darin bei mittlerer Hitze etwa 10 Minuten lang Saft ziehen lassen. An, schließen zugedeckt bei milder etwa eine Stunde köcheln. Schweine aus Spanien. Die spanischen Missionare führten die Schweinezucht ein, und die Indianer verfeinerten das Fleisch, indem sie es mit Paprika und Chili marinierten. Dieses pikante Gericht erhalten Sie in fast allen Restaurants im Südwesten der USA entlang der legendären Route 66. Für 4 Personen 100 Gramm Wildreissalz, 1 Zwiebel, 1 Knoblauchzehe, 1 Frühlingszwiebel, 3 L Maisöl, 500 Gramm Rehhackfisch, 1 TL Cayennepfeffer, 5 Salbeiblätter, gehackt, 1 Kürbis von ca. 1,5 Kilogramm, 1 L Senf, 1 den Reis in reichlich Salzwasser nicht zu weich kochen, abgießen und abkühlen lassen, 2 Zwiebel und Knoblauch schälen und fein hacken. Die Frühlingszwiebel putzen, waschen und in Ringe schneiden, 3 das Öl in einem Topf erhitzen, Frühlingszwiebel, Zwiebel und Knoblauch darin bei mittlerer Hitze glasig dünsten. Das Fleisch zugeben, einige Minuten anbraten, mit Salz, Cayennepfeffer und Salbei würzen, 4 den Backofen auf 200 Grad Celsius vorheizen. Vom Kürbis einen Dekel abschneiden. Das Unterteil aushöhlen und mit Salz und Senf ausreiben, 5 das Fleisch mit dem Reis mischen und den Kürbis damit füllen. Den Deckel aufsetzen. Eine ofenfeste Form zur Hälfte mit Wasser füllen, den Kürbis hineinstellen und im Backofen etwa 90 Minuten garen. Zum Servieren in 4 Teile schneiden. Lammkeule mit wilder Post Pfefferminze der Navajo, 1 die Tomaten 5 Minuten in kochendes Wasser legen, kalt abschrecken und enthäuten.
die Tomatengruppe hacken. Den Backofen auf 200 Grad Celsius vorheizen, 2 die Knoblauchzehe und die Zwiebel schälen. Den Knoblauch sehr fein hacken, die Zwiebel in kleine Würfel schneiden. Die Karotten putzen, waschen und ebenfalls klein würfeln. Die Selleriestangen waschen und in feine Scheiben schneiden, 3 die Lammkeule mit Salz und Cayennepfeffer einreiben. Das Öl in einer großen, ofenfesten Pfanne oder einem Bräter erhitzen, die Lammkeule hineingeben und von allen Seiten anbraten. Zwiebeln, Knoblauch und Karotten zum Fleisch geben und kurz mitbraten, 4 die Tomaten zum Fleisch geben und das Ganze im heißen Backofen in etwa 90 Minuten fertig braten. Dabei das Fleisch immer wieder mit der Soße begießen. Zuletzt die Soße würzig abschmecken und das Fleisch in der Soße servieren. Gute Hirtenschafe spielen im Leben der Navajo eine zentrale Rolle. Nicht nur ist das Fleisch neben dem der Ziegen ihr Grundnahrungsmittel. Die Schafe bestimmen auch den Standort und müssen stets versorgt werden. Alle Familienmitglieder sind gute Hirten, doch übernahmen früher meist die Kinder diese Aufgabe. Heute, da die Kinder in die Schule und die Männer der Lohnarbeit nachgehen, hüten häufig die Alten die Tiere. Die Schaf- und Ziegenzucht ist noch immer eine wichtige Einnahmequelle. Mitte des 19. Jahrhunderts versuchte die US-Regierung auch das Kamel einzuführen, aber dieses Tier vertrug die Kälte im Winter nicht um das Jahr, außerdem mit seiner Größe den Menschen Angst ein. Das einzige Zeugnis ihres damaligen Aufenthaltes ist eine Felsformation in Form eines Kamels im Reservat Tesuk, die man von der Staatsstraße Nummer 285 aus sehen kann. Gebratene Ente mit Äpfeln und Weintrauben der Zuni ein, für die Füllung die Entenleber in Würfel schneiden. Die Zwiebel schälen und in feine Würfel schneiden. Die Karotte putzen und waschen, den Apfel waschen, vierteln und das Kernhaus ausschneiden. Apfel und Karotte raspeln, 2 die Haselnüsse hacken. Die Pilze putzen, mit einem feuchten Küchentuch abreiben und fein hacken, 3 das Öl in einer Pfanne erhitzen und die Entenleber darin anbraten. Zwiebel, Karotte, Apfel, Haselnüsse und Pilze nacheinander zur Entenleber geben und jeweils kurz mitbraten. Das Ganze mit dem Sherry ablöschen und mit Salz und Cayennepfeffer würzig abschmecken, 4 den Backofen auf 200 Grad Celsius vorheizen. Die Ente waschen, trocken tupfen und innen und außen mit Salz einreiben. Die Füllung in die Ente geben und die Öffnung mit einer Rouladennadel zustecken oder mit Küchengarn zunähen, 5 die gefüllte Ente auf einen Rost legen. Die Weintrauben in die Fettpfanne geben und den Rost über der Fettpfanne in den Backofen schieben. Die Ente etwa 2 Stunden braten, dabei immer wieder mit der Traubensoße begießen, 6 am Ende der Garzeit die Ente tranchieren und auf einer Platte anrichten. Die Soße durch ein Sieb streichen, mit Salz und Cayennepfeffer abschmecken und getrennt zur Ente reichen. Lammragout mit Chiliknödeln der Hopi, Juniper Lammstäff mit Chili Dumplings Form der Hopi. Für das Lammragout die Paprikaschoten waschen, auf ein Backblech legen und bei 200 Grad Celsius im Backofen backen, bis die Haut Blasen wirft. Dabei mehrfach wenden. Die Paprikaschoten aus dem Ofen nehmen, abkühlen lassen, Häute abziehen, Kerne und Stielansatz entfernen, 2 Zwiebel und Knoblauch schälen und fein hacken. Die Frühlingszwiebeln putzen, waschen und in Ringe schneiden, 3 die Salbeiblätter hacken. Das Lammfleisch in mundgerechte Würfel schneiden. In einem großen Topf das Öl erhitzen und das Fleisch darin anbraten. Zwiebel, Frühlingszwiebeln und Knoblauch dazugeben und kurz mitbraten. Dann die Paprikaschoten und die Maiskörner zum Fleisch geben und das Ganze mit 1:4:1 Wasser angießen. Das Ragout mit Salz, Cayennepfeffer, Chiliauflauf der Komanichaini, 2 das Öl in einem Topf erhitzen und die Zwiebel darin bei mittlerer Hitze glasig dünsten. Das Hackfisch dazugeben und krümelig braten. Die Knoblauchzehen zum Fleisch pressen, Salz, Cayennepfeffer sowie die Kartoffel- und Paprikawürfel zum Fleisch geben. Das Ganze gut Hopi-Kornsteff-Mais Eintopf der Hopi für 4 Personen, 2 Zwiebeln, 2 Knoblauchzehen, 500 Gramm Kartoffeln, 500 Gramm grüne Paprikaschoten, 5 Elmaisöl, 500 Gramm Rinderhackfisch, Salz 1 TL, Cayennepfeffer oder grüner, gemahlener Chili 1:4:1 Rinderbrühe.
Ein Frühlingszwiebel, eine die Zwiebeln und die Knoblauchzehen schälen. Die Zwiebeln fein würfeln. Die Kartoffeln schälen, waschen und nicht zu fein würfeln. Die Paprikaschoten waschen, putzen, entkernen und das Fruchtfleisch in kleine Würfel schneiden. Für 4 Personen ein Zwiebel, eine Knoblauchzehe, eine grüne Paprikaschote, eine grüne Zucchini, eine gelbe Zucchini, 50 Gramm durchwachsener Speck, ein Edelmaisöl, 500 Gramm Hackfleisch von Lamm oder Ziegesalz, 1 TL Cayenne Pfeffer, eine Dose Maiskörner, 300 Gramm, eine die Zwiebel und die Knoblauchzehe schälen. Die Zwiebel fein würfeln. Die Paprikaschote waschen und entkernen, die Zucchini putzen und waschen. Beides in kleine Würfel schneiden, 2 den Speck würfelig schneiden. Das Öl in einem Topf erhitzen und den Speck darin bei mittlerer Hitze ausbraten. Die Zwiebel dazugeben und glasig dünsten. Das Hackfleisch zur Zwiebel geben und krümelig braten. Die Knoblauchzehe zum Fleisch pressen, 3 das Hackfleisch mit Salz und Cayenne Pfeffer bestreuen, die Paprika und die Zucchini-Würfel dazugeben und das Ganze gut vermischen, 4 den Eintopf auf kleiner Flamme etwa eine Stunde köcheln lassen. Dabei immer wieder umrühren. Zuletzt die Maiskörner untermischen. Wird ein Topf aus dem Pueblo von San Ildefonso, eine die Zwiebel und die Knoblauchzehen schälen. Die Zwiebel fein würfeln. Die Paprikaschoten waschen, entkernen und in Würfel schneiden, 2 das Öl in einem Topf erhitzen und die Zwiebel darin bei mittlerer Hitze glasig dünsten. Das Regulasch dazugeben und von allen Seiten anbraten. Salz, Cayennepfeffer, Wacholderbeeren und die Paprikawürfel zum Fleisch geben, 3 den Knoblauch darüber pressen. Den Eintopf gut umrühren, Talus Habit Kaninchen nach Talus Art, für 4 Personen ein Kaninchen von ca. 1,5 kg Salz, 5 Edelmaisöl, 5 Chilis, 5 Lorbeerblätter, 10 Salbeiblätter, 30 Gramm Pinienkerne, 1/8 Ibalsamessig, ein den Backofen auf 200 Grad Celsius vorheizen. Das Kaninchen waschen, abtrocknen und mit Salz einreiben, 2 das Öl in einen passenden Bräter geben und im Backofen erhitzen. Das Kaninchen ins heiße Öl legen und in etwa 90 Minuten braten. Anfangs mehrfach wenden, 3 sobald das Kaninchen von allen Seiten gleichmäßig angebraten ist, Chilis, Lorbeer und Salbeiblätter sowie die Pinienkerne in den Bräter geben. Das Kaninchen bis zum Ende der Garzeit immer wieder mit dem Balsamessig begießen, bis der Essig verbraucht ist. Land der Verzauberung, Talus Pueblo ist die Seele von Neumexiko, dem Land of Encantment, dem Land der Verzauberung. Die Indianer der Tewa-Sprachfamilie leben dort heute noch in ihren Adobe-Häusern ohne elektrisches Licht und ohne Wasser. Der Charme des Pueblos, der azurblaue Himmel und die Diskretion der Indianer hat immer wieder Künstler angelockt. Viele Berühmtheiten wie der britische Schriftsteller D.H. Lawrence und der deutsche Maler Max Ernst verbrachten. Wirtokai wird Pinonut Stuffing from de Narragansett gefüllter Truthahn der Iniara kann dieset für 6 bis 8 Personen ein Truthahn von ca. 3 kg Salz und Pfeffer, 110 Gramm Pinienkerne, einige Salbeiblätter, 2 Eier, 200 Gramm Semmelbrösel, 5 Edelmaisöl, 50 Gramm Butter, 1/8. Spanischer Sherry, ein den Truthahn waschen, abtrocknen und von außen und innen salzen und pfeffern. Den Backofen auf 200 Grad Celsius vorheizen, 2 von den Pinienkernen, 1 Esslöffel beiseite legen. Die übrigen in einer Pfanne ohne Fettzugabe goldgelb rösten. Die Salbeiblätter in Streifen schneiden. Die Eier in eine Schüssel aufschlagen und mit den Semmelbröseln vermischen. Die gerösteten Pinienkerne mit etwas Salz, Pfeffer und der Hälfte des Salbeis untermischen, 3 die Füllung in den Truthahn geben. Die Öffnung mit einer Rouladenadel zustecken oder mit einer Nadel und Küchengarn zunähen, 4 das Öl mit der Butter in einem Bräter erhitzen, den gefüllten Truthahn hineingeben und im heißen Backofen etwa 3 Stunden braten. Nach der Hälfte der Bratzeit umdrehen und mit 1/4 einkochendem Wasser sowie dem Sherry ablöschen. Bis zum Ende der Bratzeit öfters mit der Soße begießen. Zuletzt die restlichen Pinienkerne und Salbei in die Soße geben.
Festatz Schweinebraten aus dem Ziabweblo für 4 bis 5 Personen 30 Gramm Rosinen 2 cl Sherry 500 Gramm rote Paprikaschoten 1 Zwiebel 1 Knoblauch C 3 L Maisöl 1 Kilogramm Schweinebraten mit Schwarte 1 tl Salz 1 tl Cayenne Pfeffer 500 Gramm Tomaten 1 Zweig frischer Oregano 250 Gramm Aronen, S. Kastanien, 1 die Rosinen in Sherry einweicheln. Den Backofen auf 200 Grad Celsius vorheizen. Die Paprikaschoten waschen, auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen und backen, bis die Haut Blasen wirft. Gelegentlich wenden. Die Paprikaschoten aus dem Ofen nehmen und etwas abkühlen lassen. Die Häute abziehen, Körner und Stielansatz entfernen 2 die Zwiebel und die Knoblauchzehe schälen und fein hacken. Das Öl in einem Bräter erhitzen. Das Fleisch mit der Kruste nach oben hineingeben, anbraten und mit Salz und Cayenne Pfeffer bestreuen. Die Zwiebel und den Knoblauch dazugeben, das Ganze in den Ofen stellen und etwa 2 Stunden braten. Live 94, 41 L 3 die Tomaten in kochendes Wasser legen, 5 Minuten ziehen lassen, abkühlen lassen, schälen und das Fruchtfisch im Mixer pürieren. Die abgezogenen Paprika ebenfalls pürieren und beides nach der Hälfte der Garzeit zum Braten geben, 4 den Oregano waschen und trockenschütteln. Die Blättchen abzupfen und hacken. Die Maronen etwa 30 Minuten kochen, schälen und mit den Rosinen und dem Oregano kurz vor Ende der Garzeit in die Soße mischen. Wird ein Topf der Hopi für 4 Personen 2 das Öl in einem Topf erhitzen und darin die Zwiebel bei mittlerer Hitze glasig dünsten. Das Fleisch zugeben, mit Salz und Oregano bestreuen und von allen Seiten anbraten. Das Gemüse zum Fleisch geben, das Ganze noch einige Minuten dünsten lassen, dann mit 1/2, 1 Wasser ablöschen, aufkochen und bei schwacher Hitze reichlich eine Stunde köcheln lassen. 3 Inzwischen die Kartoffeln waschen, schälen und in Würfel schneiden. Die Kartoffeln 10 Minuten vor Ende der Garzeit zum Eintopf geben und mitgaren. Gute Geister, die Hopi, die im heutigen US-Staat Arizona leben, sind ausgezeichnete Silberschmiede, Töpfer und Schnitzer von Kachina-Dolls, bemalten Holzpuppen. Die Kachina, oder Katsina in der Sprache der Hopi, sind gute Geister, die den Menschen auf ihrem langen Weg von der Geburt bis zum Tod, dem Übergang zum großen Geist, zur Seite stehen und die Vermittler zu diesem sind. Sie tauchen in allen Religionen der Pueblo-Indianer auf, insbesondere aber bei den Hopi. Sie haben über 250 Kachinas, von denen jede ihre besondere Bedeutung hat. Sie sollen etwa helfen, dass der Schnee auf den zu bestellenden Feldern taut, genügend Regen fällt, die Ernte gut ist, die Frauen fruchtbar und vieles mehr. Um ihren Kindern diesen Brauch zu vermitteln, schnitzen die Hopi die Kachinas, Figuren aus Cottonwood, einem Holz, das leichter ist als Balsa und zur Familie der Pappeln gehört.